So, mal gucken, was abgeht. Noah McGregor ist aufgetaucht. Und wir haben eine Post von Montana. Guten Tag, Herr Butters. Ich müsste mit Ihnen dringend sprechen. Meine Telefonnummer lautet M. Er ist Montana, Alter. M.B. Also entweder ist das Montana Black oder das ist Hannah Montana. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht ist das eine Sie. Bruder, die echte Hannah Montana, Alter. Ich sehe schon den YouTube-Titel. Miley Cyrus auf KW. Boah, bin ich ja mal gespannt, was aus der McGregor-Nummer geworden ist, Alter. Gleich erstmal mit Hillboom schnacken, falls er da ist. Das Ding ist halt auch einfach, Butters läuft halt natürlich gerade auch automatisch so ein bisschen aus dem Ruder, ne? Weil seine beiden Ruhepole sind halt einfach nicht gerade da, ne? Der objektive Steinfeld und die gute Seele Lea sind halt gerade beide nicht da. Das heißt, nichts bringt ihn irgendwie auf den richtigen Weg. Und man merkt erstmal, wenn die beiden nicht da sind, dass der Charakter Butters auch keine gegensprechenden Argumente und so kriegt. Ne? Es läuft alles halt einfach weiter. Merkt das Butters auch? Nee. Mahlzeit. So eine Uniform brauchst du. Oh. Hallo. Servus. Ganz kurz, hat irgendeiner von euch meinen Penner gesehen? Den hab ich letztens gesehen. Warte, aber den hab ich gestern. Nee, ich meine heute. Nö. Nee, der war doch gestern in der Aussicherungszelle im Dings hier im Krankenhaus. Oh, keine Ahnung. Okay, aber der ist hier eben gerade nicht vorbeigekommen. Nein. Ey, guck mal Richtung Davis, da ist doch so eine Müllabkippe oder was. Irgend so ein Typ ohne Hose, total besoffen durch die Gegend gestolpert. Wann? Der kommt zur Garage. Der kommt oft bei Leslies Tanke vorbei. Halber Stunde, Stunde ungefähr. Okay, super, danke euch. Ja. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Wir müssen das auf Butters Art machen. Die Telefonzulassung der 7 Chessen Apparati, kann ich helfen? Ja, Butters, Mahlzeit. Hallo. Ich habe da ein kleines Problem mit meinem Fahrzeug. Okay. Sagen wir, ich habe es geschafft, einen Bentley Continental GT, also mir ist nichts passiert, aber sagen wir, ich hätte es geschafft, voll im Eisen zu stehen und einen Bentley Continental GT mit der kompletten Seite an der Mauer lang zu schrauben. Kann man da was machen? Ja. Der ist von vorne bis hinten, der ist komplett im Arsch. Ich habe die komplette Seite, Farbe ist da nicht mehr viel dran. Ja, senden Sie einen Dispatch, den muss ich dann mitnehmen und bei uns dann ordentlich wieder reparieren, weil Sie wollen natürlich ein ordentliches Fahrzeug wieder zurückhaben. Ich schicke Ihnen einen Dispatch. Okay, super, danke. Danke, bis gleich. Ja, tschö. Hallo, Luis. Ah ja. Hallo? Ah ja. Was, ah ja? Ich hab dich seit 6500 Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Ich hab dich echt vermisst. Ja. Und dann rufe ich dich jetzt an ja. Und du bist da. Ja. Aber wieso rufst du mich nicht an? Hab Verkehrsunfall, bin gerade so mit dem Leben davon gekommen. Ah ja. War ein Scherz, ich wollte dir nur jegliche Argumentationsgrundlage für weiteres Gemecker nehmen. Mir ist tatsächlich nichts passiert, aber der Bentley ist komplett im Arsch. Ich habe die komplette Seite verkratzt, weil ich hier in der Mauer abhängen lassen. Wo hängst denn? Bin gerade beim Autohändler Schnelle Eiche. Ich war hier beim Shop. Neben dem Arcadius, allerdings nicht auf der Seite des Eingangs, sondern genau auf der anderen Seite, auf der Brücke Richtung Krankenhaus. Brücke Richtung Krankenhaus. Richtung Justizgedöns. Wenn du Justizgedöns Richtung Polizei fahren wollen würdest, fährst du am Arcadius vorbei. Und auf dieser Autobahnüberführung stehe ich. I know wo. Okay. Ich hab dich gefunden. Gut, da bist du ja schon. Hey, na? Hallo, Luis, was hast du an? Das ist Quatschi. Neue Kollektion. Ja, gut. Hast du dir den noch nicht bestellt? Nein. Ah. Das ist Quatschi. Die Hose sieht eher ein bisschen aus, als wäre sie von Versace. Ja, doch, stimmt. Ach, ich habe die andere zu Hause. Nee, die ist von Versace, aber das Oberteil ist von Quatschi, glaube ich. Dreh dich mal. Ich weiß nicht. Also, egal wovon, Hauptsache war teuer, ja? Richtig. Verstehe. Hast du was von Noah gehört? Nö. Der ist aber gestern da gewesen. Sein Hilblum hat mich eben aufs Laufende gebracht. Alessio weiß wohl mehr, der war wohl da gestern. Die haben den wohl aufgegriffen. Er war am Rumpennern und hat gesagt und solche Sachen.
Und auch ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen. Hat er auch. Und ist mit irgendeinem Flughafenfahrzeug durch die Gegend geeiert. Das Ding ist halt. Ich war gerade bei der Justiz, weil ich mit denen eigentlich sprechen wollte. Und ich glaube, auf die Art und Weise, die wir vorhaben, an dem sein Geld und seine Fahrzeuge zu kommen, wird das Ganze nicht funktionieren. Deswegen habe ich mir was anderes überlegt. Und willst du ihn bevormunden? Also, für nicht... Das Ganze wird nicht funktionieren. Du kennst unsere Justiz. Ich würde den rückwirkend bevormunden. Und zwar stelle ich mir das folgendermaßen vor. Erzähle ich dir, sofern ich mit dem ACLS-Typ geredet habe. Mhm. Hallo. Hallöchen. Ja, das ist das. Ich würde ja sagen, gutes Stück, aber die Seite ist komplett im Arsch. Ja. Ich stand im Eisen und bin hier in der Mauer komplett langgeschraubt. Habe mich am Ende dann gedreht. Ja, es war am Ende nicht mehr schnell, das heißt, mir ist nichts passiert, aber Karre ist halt trotzdem hin, ne? Das sind locker 40.000 an Schaden. Locker. Das kann ich hier direkt vor Ort nicht sagen. Muss ich nehmen Sie genau. den mit, gucken Sie sich das an. Ja. Das wär, wann kann ich den abholen? Müsste heute Abend, wenn es gut kommt, wieder fertig werden, so gegen 21, 22 Uhr. Super, ja. Dann bräuchte ich kurz einen Schlüssel fürs Fahrzeug. Ja, selbstverständlich. Passen Sie gut drauf auf, wobei viel mehr kaputt machen können Sie auch nicht. Okay, ja. Ich mache ihn wieder heile. Alles klar, dankeschön. Bitte, schönen Abend noch. Tschö. Also, das Ding ist, vielleicht kriegen wir die Möglichkeit, ihn rückwirkend zu, also bevormunden, ich weiß nicht, sagt man das so? Ja, irgendwie, ja. Das Ding ist, ich würde das Ganze folgendermaßen machen. Schade, dass Steinfeld gerade nicht da ist, aber wir kriegen den Anfang auch ohne Steinfeld hin. Ich würde zu der Justiz gehen und ich würde der Justiz erzählen, dass es... Gut bei euch? Ich wollte nur kurz fragen. Alles in Ordnung. Soll... Nein, okay. Ja, ist gut. Erzählen, dass es Verträge gibt. Ja, dass wir Noah bei uns eingestellt haben damals und dass die Einstellung von Noah an gewisse Auflagen und Pflichten geknüpft worden ist. Ah, okay, ich weiß, was du vorhast. Dass Noah Firmenwagen bekommen hat, also seine sämtliche Garage, würde ich Schriftstücke anfertigen, dass diese eigentlich unsere ist. Mhm. Also genauso wie auch sein Geld. Also auch da können wir nachweisen, dass das Geld von meinem Konto auf sein Konto gewandert ist. Das Ding ist, du weißt, dass Louis, dazu bewegt hat. Ich habe halt ein Herz für so Leute. Ja. Ich habe schon immer ein Herz für so Leute gehabt und ich kann Noah am Ende des Tages nicht einfach hops gehen lassen. Ja. Ich hab in unsere Reihen einen Penner geholt. Ja. Und ich weiß, das fiel gerade dir nicht immer ganz einfach, aber ich kann eine gescheiterte Existenz nicht einfach eine gescheiterte Existenz sein lassen. Auch wenn ich wenig Herz beweise, scheint da doch irgendwas da zu sein in mir. Also ich sag dir nur eins, ich betrete das jetzt nicht mit meinen Schuhen, ne? Hübsch hier. Wenn man bedenkt, dass der Typ Rolls fährt und eine Million auf dem Konto hat. Krass, ne? Hübsch hier. Okay, fahr mal zurück. Warte mal da, das blaue Zelt, das bewegt sich. Wenn ich das da zwei drin, ne? Warte, ich... Oh, jetzt bin ich im Struggle. Wenn ich mir jetzt meine Schuhe ausziehe, sind meine... Ja, willst du hier in die Spritzen treten, oder? Ich geh dahin, alles gut. Oh, meine Schuhe. Ding Dong! Hallo? Ich glaube, das ist der Wind. Hm. Ja, okay. Lass uns hier weg. Brauchst du einen Schlafsack? Nee, ich brauch eine Nasenlüftung. Fahr mal zu den Cops, vielleicht haben die gesehen, sofern die uns Auskunft geben. Das ist natürlich immer fraglich in aktueller Lage. Oder die sagen uns, weil sie uns auf die Eier gehen wollen, dass sie uns aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft über den Aufenthaltsort von Norm McGregor geben können. Irgendwie sowas. Wetten wir? Was geht? Hallo Ursula. Hallo. Was geht, Beatrice? Ich weiß immer noch nicht Ihren Vornamen, deswegen, Sie müssen das verstehen, Frau Mixer. Sky. Ich meine. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt seien Sie nicht so. Was kann ich, warum? Was Sie gegen uns tun können. Richtig. Ah. Oh, jetzt kann ich Sie auch. Moment. Ja, ja. Jetzt habe ich Sie aber zweimal. Wieder, Ursula. Jetzt habe ich Sie zweimal. Moment, ich speichere das um. Alles klar. Als Zeichen meines guten Willens. Ja, ja.
folgendes Anliegen, Frau Baxter, und bitte erzählen Sie mir nicht, dass Sie mir aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft geben dürfen. Ich kann Ihnen aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Auskunft geben. Worum geht's? Um meinen Penner. McGregor. Och, der McGregor. Mir ist zu Ohren gekommen, dass mein Penner wieder ein Penner ist. Warum? Ich weiß nicht, was gestern mit... Der hat komplett seinen Verstand verloren. Der kommt nach 6 Wochen aus dem Urlaub wieder und ich hörte, dass der sehr unangenehm, auffällig im Stall unterwegs ist und komplett voll ist bis oben hin. Ja, tatsächlich. Er ist gestern mit, ich weiß nicht mehr, was es für ein Fahrzeug war, quer durch die Stadt gefahren, kreuz und quer mit dem Kult runter. Ja, ich hörte schon irgendwas Flughafenmäßiges wieder und er denkt, er würde Melvin heißen. Richtig. Und wenn man ihn mit McGregor anspricht, dann reagiert er halt nicht und weiß auch gar nicht, dass er so heißt. So, und ich habe gestern mit dem Herrn Tortellino gesprochen. Mhm. Er war dabei. Er ist quasi ganz hinterher gefahren, um ihn einzufangen. Er kannte ihn wohl auch nicht mehr. Für Sie ganz kurz zum Verständnis, das Problem, was wir ein bisschen damit haben, ist, wir haben damals extra aus Vorsichtsmaßnahme für derartige Eventualitäten Verträge aufsetzen lassen, weil uns natürlich bewusst gewesen ist, dass Noah Alkoholiker war. Wir haben den natürlich ins Berufsleben integriert und der war sehr lange Zeit trocken und in seiner trockenen Zeit wollten wir uns trotzdem in Sicherheit wägen und haben von Steinfeld Verträge aufsetzen lassen, die beidseitig unterschrieben worden sind, wo es halt darum geht, dass in einem derartigen Rückfallfall Firmeneigentum wieder an die Firma zurückgeführt wird. Und dass er den nicht veräußern kann. Und jetzt sind wir nämlich an dem Problem, also das klärt am Ende die Justiz, die wissen auch schon Bescheid, Steinfeld ist allerdings gerade im Urlaub, sobald Steinfeld wieder da ist, werden die Verträge der Justiz vorgelegt, sodass man da zivilrechtlich gucken kann, dass Firmeneigentum zurückgeführt wird. Wir haben allerdings ein bisschen das Bedenken aktuell und das wissen nicht Scheiße so richtig, wie machen, dass er Scheiße baut und dass er Firmeneigentum veräußert, einen Rolls-Royce den Berg runterrollen lässt oder, ne, also der ist ja augenscheinlich unberechenbar. Ja, wie weit das jetzt geht, weiß ich nicht, aber er, was wir halt wissen, dass er Autos geknackt hat, dass er da wild durch die Gegend gefahren ist, was er noch weiter vorhat, kann natürlich keiner sagen. Ist er denn heute schon mal wieder auffällig geworden? Ja, also haben Sie ihn gesehen? Nee, ich nicht, aber direkt, also als ich aus dem Haus gekommen bin, ist das Erste, was ich erfahren habe, wir haben eben gerade Noah gesehen oder von Noah gehört oder was auch immer, der soll vor 2 Stunden aus dem Krankenhaus entlassen worden sein. Ist der Herr Tortellino da? Bei mir Weil hat er sich noch gestern nicht gemeldet. Den Kontakt mit ihm. Weil sonst würde ich oder würden wir kurz einmal den Herrn McGregor orten generell. Hat er denn wieder ein Handy, ja? Also mit seiner alten Handynummer? Weil der ist wohl eine ganze Zeit lang ohne Telefon rumgelaufen, weil sonst kann ich auch versuchen, ihn anzurufen, aber sein Handy ist aus. Das heißt, dann also eine Ortung dahingehend wird auch schwierig. Richtig, das ist richtig. Vielleicht sehen Sie ihn irgendwo, dann sagen Sie Bescheid. Okay. Alles klar, ja, wir werden uns, sobald wir den sehen, mit Ihnen in Verbindung setzen. Gut, wenn wir den finden, dann melden wir uns bei Ihnen dann. Also irgendeinen von uns anrufen dann, genau. Ja. Super. Ich wünsche was, einen angenehmen. Tschüss. Was ist denn für eine hässliche Karre? Genau. Was ist das für ein maskierter Typ? Ah, oh, hat doch keine Maske mehr auf. Dachte ich gerade, jemand will das Casino überfallen. Hm. Okay. Ihr habt alle eure Querblitz dabei? Ja. Hat irgendeiner von Ihnen ein Problem damit, uns ihre Quitter-Account-Übersicht zu zeigen? Nein, das haben wir gerade schon unter uns selbst auch gemacht. Ja. Wir haben das alles an Arthur geschickt, weil der ja quasi eine neutrale Partei da war und das nicht wissen konnte. Und der hat auch nochmal von sich das geschickt. Aber wir können gerne nochmal ein Bild machen, jetzt ein aktuelles. Ja, Sie brauchen kein Bild machen, glaube ich, das reicht mir. Wenn Sie nichts dagegen haben, wenn ich einmal drauf gucken darf. Hilbum? Ja, natürlich. Einmal mein eigener hier bitte und der geschäftliche ambiente Service. Okay. Frau Fenbach? Ah. Okay. Einmal mein eigener und dann noch ein Spaß-Account Blackjack. Mhm. Ich habe hier den Ed Rabenberg und nur plus neues Konto anlegen, also nur den. Okay. Ich muss sagen, das beruhigt mich. Ich hatte die Befürchtung davor, dass einer von ihnen Nein sagt und das hätte 2 Dinge bedeuten können. Entweder, dass sie sich wahnsinnig verdächtig machen oder dass sie ein geheimes BDSM-Hobby haben, von dem sie nicht wollen, dass es rauskommt. Nee. Klärt bitte nicht die anderen darüber auf. Mhm. Das Ding ist einfach, die Situation ist super merkwürdig. Für uns ist es sehr schmerzhaft, gerade zu derartigen Gesprächen überhaupt zu gehen mit euch.
Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit euch gezeigt, wie sehr wir euch vertrauen und wie wichtig uns Vertrauen ist. Okay, gut, wir beenden das hier an der Stelle erstmal, denn das führt zu nichts. Lass uns bitte morgen nochmal in großer Gruppe zusammenfinden. Sagt denen, die nicht da sind, bitte trotzdem Bescheid und dann treffen wir uns morgen nochmal. Okay. Alles klar. Okay. Alles klar, danke. Dann schönen Abend noch. Auch so. Abend. Abend. Das ist ja ziemlich eine starke Vermutung. Ich finde das ein bisschen auffällig, ja. Da kommst du jetzt erst drauf? Dein Ernst? No, ich war mir schon relativ... Louis weiß das schon seit einem Jahr. Louis weiß das seit einem Jahr. Also halt einfach die Schnauze. See, ich bin mir relativ lange schon sicher. Also ein bisschen was glaubst gewesen, du denn, warum ich es gemacht habe? Um euch beide zu trollen, weil Louis das schon seit einem Jahr weiß. Ja, ich nur nicht versauen. Es gab keinen anderen Grund, warum ich das gerade gemacht habe. Außer... Hab ich mir gedacht. Um eigentlich euch aufs Korn zu nehmen, weil es eigentlich, wenn man mit mir rumhängt, offensichtlich gewesen ist, weil es halt auch immer nur unsere Fälle betroffen hat. Ja, deswegen. Also. Ja, ich gebe auf Twitter halt nicht viel und ich habe auch nicht mal alle Posts von XOXO gelesen, aber ich war mir gerade auch ziemlich sicher, sie da hat gerade bei mir auch Klick gemacht. Ach, ja. Also... Ich hab's extra nur nicht angeschlossen. Louis hat schon vor einem Jahr, hat er schon derartige Fragen gestellt in die Richtung, die sehr offensichtlich gewesen sind. Ah, sehe. Okay. Ja, gut. Dann hat sich das bestätigt, was ich dachte. Alles gut. Ja, aber ich sag da trotzdem nichts drüber. Also. Oh, mir ist das auch egal. Mach dir den Spaß ruhig weiter. Ich find das gut. Gut. Euch einen schönen Abend. XOXO. Ja. Feierabend.